Willkommen zurück zu Zeta Wing, ihr Lieben. Ja, ich habe mich durchgeschlagen, ich habe das Spiel durchgespielt. Anfangs sah es ja nicht danach aus, ne, wenn man nach dem letzten angespielt Video urteilt, aber es ist mir tatsächlich gelungen. Aber ich war selber überrascht, überhaupt so weit gekommen zu sein, vor allen Dingen so schnell so weit gekommen zu sein. Deswegen war ich gar nicht vorbereitet auf diese Geschichten. Mir ist es gerade noch gelungen, als mir klar wurde, ich habe den sechsten Level gepackt, hier auf Aufnahme zu drücken, um euch diese Geschichten zu zeigen. Ja, allerdings fehlte mir die Zeit, um mich vorzubereiten, halt den Kopfhörer, Mikrofon und so weiter einzurichten. Deswegen ist dieser Part, der gleich folgt, vollkommen unkommentiert. Aber ich finde, den kann man auch so stehen lassen. Da muss ich jetzt nicht noch zwischenquatschen. So könnt ihr die letzten, ja, Minuten sozusagen des kompletten Level 7 mit Endkampf und Abspann genießen, ihr Lieben. Ja, was ist mir aufgefallen, ne? Was ich wirklich schmerzlich vermisst habe, auch in dieser Situation jetzt, ne, ist eine Pausefunktion. Also die gibt es gar nicht in dem Spiel, ist gar nicht vorgesehen. Ist ein bisschen schade. Allerdings muss ich sagen, ich habe mal auf der itch.io-Webseite durch die, ja, Texte mich durchgelesen, durch die Kommentare, und da sind noch andere Leute, die ebenfalls so eine Pausefunktion vermissen, und deswegen wurde diese im kommenden Update 1.2 oder beziehungsweise Version 1.2 wohl schon angedacht. Also es kommt von diesem Spiel tatsächlich noch eine neuere Version irgendwann mal raus. Im Moment liegt in diesem Archiv die 1er Version drin und die 1.1er Version. Der einzige Unterschied, der mir da aufgefallen ist, ist halt die Speicherfunktion der Highscore. Ne, das ist auch ein Feature, was nachgerüstet worden ist. Ja, was kann ich zum siebten Level generell sagen, ihr Lieben? Ne, die anderen Level, also davorigen Level sozusagen, die spielen ja meistens in so einer offenen, ja, Landschaft. Ne, man kann schön rumfliegen und so weiter. Und gerade die letzten Level, die spielen sich so eine Art Tunnel ab. Und da ragen dann auch so hier und da bestimmte Wände in diesen Tunnel, in diesen Flugbereich hinein, an denen man zerschellen kann zum Beispiel. Dann haben wir verschiedene Gegner, ne, die, ja, vor allen Dingen diese Dinger, die so auf einen selber reagieren, ne, die kommen angeflogen, und wenn die auf einer Höhe sind mit einem, dann, ja, machen die sozusagen den Turbo-Modus rein und fliegen dann, ja, von der Seite auf den Spieler zu, ne? Also so mit voll Karacho, ne? Das sind auch so Sachen, weil diese Dinge geschehen ja immer im Verbund mit anderen. Also die kommen ja nicht allein, sondern die kommen ja in so Formationen, in, ihr wisst das, angeflogen. Da hat man echt schon mit zu kämpfen, muss man sagen. Also es ist ein forderndes Spiel, es ist ein gutes Spiel, kann ich schon direkt verraten an dieser Stelle. Eine sehr gute, ja, Umsetzung einer Arcade Ballerei, ne, vom Prinzip, wer auf Arcade steht, ne, der wird hier seine helle Freude auch haben. Das kann ich euch schon versprechen. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus für diesen Teil. Ich kann jetzt anfangen, meinen Testbericht zu schreiben für diese Woche. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die ganzen Dinge noch entwickeln in den nächsten Wochen. Und würde sagen, ich melde mich dann in Kürze wieder. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Und natürlich viel Spaß jetzt mit den letzten Minuten von Zeta Wing.
Thank you.